Zeit. Wir alle wissen, was gemeint ist, wenn wir von Zeit sprechen. Aber es ist nicht einfach, Zeit zu erklären. Zeit ist das, was vergeht, wenn was? Wenn Zeit vergeht? Damit wir Zeit besser fassen können, teilen wir sie mit Hilfe von Ereignissen. Ereignisse, die uns oder die Welt verändern, die die Zeit in ein Vorher und ein Nachher trennen. Dazwischen liegt eine Veränderung. Diese Veränderung kann ein persönliches Ereignis sein, wie die Geburt des ersten Kindes oder ein Umzug in eine andere Stadt. Denn danach ist das Leben ein anderes als vorher. Daneben gibt es auch Ereignisse, die ganze Gesellschaften oder die Welt verändern können. Das einschneidendste Weltereignis der Neuzeit war der Zweite Weltkrieg. Die Zeit nach dem Krieg war eine radikal andere als zuvor. Natürlich vollzieht sich der Wandel nicht von einem Moment auf den nächsten. Jedes Ereignis kündet sich an und klingt auch nach. Im Japanischen gibt es einen Ausdruck, der das beschreibt. Jo ha kyo. Jo, das, was das Ereignis vorbereitet. Ha, das Ereignis an sich. Und kyo, die Nachwirkungen des Ereignisses. Auch die gegenwärtige Krise ist eine globale Zäsur, so viel wissen wir bereits. Eine Krise, die eine ähnliche Aufteilung bringen wird in eine Welt vor und eine Welt nach Corona. Die Zeit vor der Krise, das letzte Jahr, das vergangene Jahrzehnt, wird in unserem Gedächtnis bleiben als eine Ära. Eine vielleicht für alle Nachgeborenen unverständliche Welt. Eine Welt, in der alle zusahen, als der Regenwald brannte und ein junges Mädchen über den Atlantik segelte. Eine Welt mit Terroranschlägen und einer Insel, die ziellos vor der europäischen Küste trieb. Eine Welt mit Kreuzfahrtschiffen und Après-Ski-Partys, All-You-Can-Eat-Buffets und Kriegsflüchtlingen. Was genau aus unserem Weltrepertoire verschwinden wird, was wir in 10 Jahren als absurd beurteilen werden, ist noch nicht klar. Aber dass etwas verschwindet und etwas Neues entsteht, liegt in der Natur des Wandels. Und so wie wir heute Dinge, die wir selbst nicht erlebt haben, wie Woodstock oder den Aufstieg des Faschismus, nur rational, aber nicht wirklich verstehen können, so wird es auch unseren Enkeln gehen, wenn wir ihnen von einer Zeit erzählen, in der ein voller Konzertsaal oder ein belebter Marktplatz ein Gefühl von bedenkenloser Geborgenheit vermitteln konnten.